Ja, nächstes Mal. Scheiße, ist der Schwanz nicht mehr da? Hey. Und jetzt? Jetzt gibt es ihn wieder. Wenn er jetzt seine Hand macht, hätte er genau dahin kommen können. Huch. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Oh, wieso müssen immer die Rätsel von Dead Alligators? Dieser Schmerz! Hm. Du verflixte Göre! Schau doch, was du angerichtet hast! Jetzt steh da nicht so rum! Tu etwas! Tja, Donnerkrachen, Tralle, aber ich darf ja nicht mit Spitzengegenständen spielen. Oh, danke. Das war knapp. Oh, oh. Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit Spitzengegenständen zu hantieren. Mhm. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Juhu. Mit spitzen Gegenständen hantieren. Ach, ich finde über die Musik von Daedalics Games immer so schön. Und jetzt können wir bestimmt ein richtig schön in den Auge. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Ja, ja, wir können doch jetzt nicht ernsthaft das Ding da reinrammen. Hallo? Das Spiel ist ab. Wann ist das Spiel? Ab 12, ja? Mein Auge! Verflucht seist du, unartiges Gör! Verflucht! Alter. Lilly rang nach Luft. Der Griff des Phantoms hatte ihr die Kehle zugeschnürt. Unartig, hatte es gesagt. So, können wir jetzt Harvey mitnehmen? Ja, toll, die zieht ja gleich dran. Ja, toll. Ja, ist okay. Jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder genau da raus. Toll. Da wollte ich ja nicht hin, ich wollte ihn ja nur mitnehmen. Ach, da ist der Kaffee. Mann. 10 Frames. Jetzt. Okay, also Harvey können wir nicht mitnehmen. So, können wir den rein? Waschraum haben wir, Jahrungsraum, Wartungsraum. Die ging es doch vorhin noch woanders rein. Ja, Poki, ich höre mir auch noch. Ich komme bestimmt ja öfters noch her. An ganzen Türen. Ach, sieh mal einer an, wen wir denn da haben. Den König Adrian und der Peter und die Petra. Und natürlich den Droggelbecher. Den kennen doch alle. Schön. Boah, das freut mich. Wo sind wir denn hier? Wir sind wahrscheinlich in einem Aufenthaltsraum. Adrian, bla bla blub. Mhm. Was können wir denn hier machen? Was
mache ich nicht. Jetzt reden wir erstmal mit dem Fallen. Meine Treu, wen haben wir denn da? Noch eine Mitspielerin. Yippie. Achte nicht auf ihn. Peter ist ein kleiner Schwarzseher. Das ist eine angeborene Sehbehinderung. Stimmt. Peter leidet unter einer Rot-Grün-Schwäche. Drogelbecher! Wohlgesprochen, getreuer Freund. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ach ja? Wacht ihr auch jeden Morgen mit der Gewissheit auf, eines Tages an einer Fußgängerampel zu sterben? Das wohl nicht. Doch Drogelbecher zum Beispiel leidet unter einer Grün-Blau-Schwäche. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Deine Freundin Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Sie ist nicht meine Freundin. Und wir? König Adrian leiden unter einer Rot-Gelb-Schwäche. Du hättest dabei sein sollen, als wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben. Peter wäre beinahe erstickt. Ich wollte mein Leid verkürzen. Wir haben hernach beschlossen, keine Brettspiele mehr zu spielen, sondern ein Fantasy-Rollenspiel. Du hast das beschlossen. Und was haben wir gerade gesagt? Es ist so aufregend. Wir sind eine Gruppe von Abenteurern in der sagenumwobenen Welt von Hoth Motigur. Oh, bitte, setz dich doch dazu. Drogelbecher! Nicht so schnell. Wenn die holde Maid mit uns zu Felde zu ziehen gedenkt, muss sie sich vorher als würdig erweisen. Sie muss eine Aufgabe erfüllen, die ihren Heldenmut auf eine harte Probe stellen wird. Jetzt sag ihr doch schon, dass sie Pizza bestellen soll, damit wir das Ganze hinter uns bringen können. Nun, bestelle sie uns Pizza. Ja, eine Pizza haben wir ja schon. Farbenblindheit. Irgendwie habe ich das Gefühl, das werden wir später noch brauchen. Da war nämlich jetzt kurz mal ein Zettel. So. Dann schreibe ich mir noch mal kurz auf. Drogelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Jetzt bin ich nicht hinterhergekommen. Muss ich gleich nochmal machen. Kurz das ausschreiben. Blub, blub, blub. So, jetzt nochmal. Drogelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Ich rede also schnell nochmal, bitte. Drogelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Okay. Immer mal Seite. So, Pizza. Ich will Brokkoli auf die Pizza. Aber bitte keine Tomaten. Drogelbecher! Oh, kein Brokkoli? Drogelbecher? Gegen Bananen habe ich ja auch gar nichts. Aber ich könnte sterben für Brokkoli. Oh ja. Bitte tu das. Im Gegenzug würde ich sogar Bananen auf der Pizza akzeptieren. Du isst doch sowieso nur Blaubeeren. Ja, ich mag Blaubeeren. Aber in diesem Leben bekommt man ja eh nie, was man will. Blaubeeren sind per königlichem Erlass von der Pizza zu verbannen. Stattdessen sei kundgetan, dass ab sofort Tomaten den Teich zieren mögen. Aber ich mag doch gar keine Tomaten. Lilly hatte genug gehört. Es schien unmöglich, eine Pizza zu besorgen, mit der alle einverstanden waren. Ich habe das Gefühl, damit kommen wir auch mit den Sehschwächen auch gleich in Verbindung. Muss ich aber nochmal abspielen, wenn ich sie auch noch ausschreiben kann. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Drogelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Nochmal. Lilly wollte nicht. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt.
Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Ah, nochmal. Sorry. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Okay. Dann Rollenspiel. Kissen. Dr. Marcel. Du... Droggelbecher! Tja, du hast ihn gehört. Bringe sie uns zunächst die Pizza, dann darf sie auch mitspielen. Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht, sind Würfel, Stift, Papier... und ein Hang zur Selbsterniedrigung. Droggelbecher! Okay, Farbenblindheit wissen wir. Kissen. Du fragst dich sicher, warum Droggy ein grünes Kissen auf dem Kopf trägt, oder? Droggelbecher? Meiner treu. Sie hat recht. Wie läufst du denn nur rum? Du blamierst mich ja vor meinem neuen Untertan. Droggelbecher. Ja, das ist schon ein wenig absonderlich. Warte, bis du die Erklärung gehört hast. Heute wäre eigentlich das blaue Kissen dran. Droggelbecher. Okay. Ich habe fast keine Frames mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Gerade war noch gut und jetzt habe ich fast nichts mehr. Okay, vielleicht gibt es ja trotzdem. Droggelbecher, mich deucht, unser Gast ist auf der Suche nach dem Tyrannen namens Dr. Marcel. Berichte ihr die Kunde. Droggelbecher! Droggelbecher, Droggelbecher, Droggelbecher! Vergiss nicht, das mit dem Hubschrauber zu erzählen. Droggelbecher! Und ward nie mehr gesehen. Bravo! Gut erzählt, treuer Freund. Seither stehen diese Lande wieder unter der weisen Herrschaft eines großherzigen Königs. Wir können machen, was wir wollen. Kann ich dann endlich schlafen gehen? Nein! Okay. Ja, Dialog beenden, würde ich mal sagen. So, jetzt habe ich wieder normal Frames. Komisch. Ein roter Vorhang. Ach so, viel. Jetzt haben wir jetzt Grünes und was Rotes. Das Blaues bräuchten wir auch noch. Und was war es noch was Gelbes? Eine gelbe Kerze? Eine Duftkerze. Hallo Lilly, du willst... Ach, das hat die... Bla bla bla. Termin mit Feierchen. Bam. Nimm es jetzt mit. So, sonst noch was? Da geht's zum Flur. Und die einzelnen Personen. Okay. So, also wir haben Droggelbecher, hat eine Grün-Blau-Schwäche und mag Bananen. Und wie kann man das eigentlich machen? Pizza. Ups. Einmal Spermies Pizza Margarita. Spermies Pizza. Okay. Da haben wir Adrian, der Peter, die Petra und der Droggel. So, der Droggel hat eine Grün-Blau-Schwäche und mag kein Brokkoli. Was hat das Brokkoli jetzt mit Grün-Blau zu tun? Was soll das machen? Dass der, also er will Bananen auf jeden Fall. Kann man jetzt Bananen hier drauf tun? Gelbe Bananen. Also er freut sich auf die Bananen, aber der scheint sich jetzt nicht mehr so drüber zu freuen. Der Peter, der will Blaubeeren. Blaue Blaubeeren. Ach, blaue Blaubeeren. Ach, ich verstehe. Wir müssen die wahrscheinlich einfärben. Darum gibt es auch diese Pissoir. Ach ja, okay, ich habe es verstanden.
Okay, dafür brauchen wir aber trotzdem noch zwei verschiedene Dinge. Was Blaues und was Gelbes. Hier gibt es nichts Gelbes oder so. Höchstens sollten wir in anderen Räumen mal gucken. So, wie machen wir den Wartungsraum? Wobei ich glaube, da war eigentlich nichts mehr. Sieht nicht so aus. Und zum Überwachungsraum. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Die Tür war fest verschlossen. Okay. Da meine Duftkerze. Aber das ist ja nichts. Kein Kleidungsstück. Können wir die Stärke mit dem Tuch benutzen? Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Aber solange sie kein Ziel... Harte Wäsche. Ach, mir fällt gerade noch was anderes ein. Wir können ja wieder spitze Gegenstände benutzen. Jetzt wollte ich gucken, ob ich meine Idee, ob die was bringt. Wenn ich jetzt nämlich hier die Kreditkarte mit dem Dosenöffner benutze. Oh ja, also bis später. Okay. Jetzt nochmal die Kreditkarte mit dem Ding her benutzen, den Dosenöffner. Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht. Ja klar, wir freuten sich darüber nicht. Und wir haben eine Kreditlochkarte und vielleicht können wir jetzt dann sogar einen nächsten Ding, ich bin keine Ahnung, ob das so ist, aber scheint eigentlich recht logisch zu sein, damit sie mit der Kreditkarte jetzt nochmal einen aufmachen kann. Ha, wunderbar. Zum Dach, aber auf dem Dach war doch der Bienenmann und der hat was Gelbes.